schafft man es, sich von seinen Eltern und von seiner Kindheit insofern zu emanzipieren und frei zu werden, dass es eben nur das ist, was es war? Und schafft man es, denen neu zu begegnen? Also, liebe Anwesende, bla 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 und so weiter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Mama, zum Geburtstag, deinem 60. Geburtstag. Und dann sagst du, und das finde ich sehr wichtig, wie alle wissen, bist du hier im Kinderheim aufgewachsen. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Warte mal, wir feiern heute deinen 60. Geburtstag, aber niemand weiß, wie alt du wirklich bist, weil dieses Datum ja damals einfach als dein Geburtsdatum festgelegt wurde. Ich glaube ja, dass du viel jünger bist, weil du ja auch viel jünger aussiehst. Naja, dann lachen alle und dann, ja, dann gucke ich ein bisschen geschmeichelt. Du sitzt auf meinem Kleid. Oh, entschuldige bitte. Und weiter, du bist dann Lehrerin für Mathematik und Sport geworden. Zwei Talente, die du mir leider nicht vererbt hast. Kannst du den Namen von meinem Vater auch gleich mal dazu schreiben? Ach, Mensch, Lara. Ärgere mich doch jetzt nicht. Wirklich, du hattest zwei Eltern, ich hatte niemanden und ich jammere und klage auch nicht ständig. Ich jammer doch überhaupt nicht. Ja, dann ist ja gut. Es ist absurd, aber mir fällt es schwer, den so einfach zusammenzufassen, obwohl ja gar nicht so viel passiert. Aber es geht um den 60. Geburtstag und eine große Enttäuschung einer Frau. Und gleichzeitig geht es um die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, also diese Frau und ihre Tochter. Und da gibt es so einige Geschichten, Entdeckungen und so weiter. Und das Ganze spielt 1999 in der ehemaligen, also in Ostdeutschland. Ich denke aber, dass es sozusagen eigentlich auf jede Kleinstadt der Welt anzuwenden ist. So, Victoria möchte was sagen. Meine liebe Gudrun, ich weiß, du hast es, wenn Reden auf dich gehalten werden. Doch, doch, aber da musst du heute mal durch. Ja, also als wir uns kennengelernt haben, das war 1946, an unserem gemeinsamen ersten Schultag, unsere Lehrerin, Fräulein Hagen, Frau Hagen, die hatte für jeden Schüler ein kleines Gläschen mit Honig auf den Tisch gestellt. Das war von Herrn Hagen, von ihrem Mann, der Imker war. Ey, der war auch Klempner. Und Heizungen reparieren konnte er auch. Ah, genau, genau. Ja, wie gesagt, also ich kam neben Gudrun zu sitzen und merke doch, dass das Gläschen auf meinem Tisch fehlt. Und ich fing sofort an zu heulen, natürlich. Und Gudrun sagt zu mir, ja, warum ich denn so weine? Und ich gesagt, na ja, weil ich jetzt keinen Honig habe als Einzige. Und da hat sie mir ihr Gläschen geschenkt. Ja, doch, doch, daran kannst du dich nicht mehr erinnern. Aber für mich war das einschneidend. Denn danach dann bin ich nach Hause gerannt zu meiner Mutti und da gab es zur Feier des Tages eine Stulle mit Butter und obendrauf mit Honig. Und ich war zu Hause und du bist zurückgegangen in dein Kinderheim und ich heule wegen den Honig, ja. Und das wollte ich dir einfach mal gesagt haben, dass mich das sehr beeindruckt hat, damals und bis heute. Und deswegen, ja, der ist jetzt hier nicht mehr von Herrn Hagen, aber das ist der aus Tasmanien und der ist der teuerste, den ich finden konnte. Ich wollte dir mal Danke sagen und gratulieren. Ich war ja lange in München am Theater, 8 Jahre lang. Insofern habe ich das Filmfest München ganz viel und oft miterlebt und genossen. Auch, muss ich sagen, das Dokumentarfilmfest natürlich. Und ich bin total glücklich und froh, dass der Film hier läuft, gerade auch nach Corona, dass der Film überhaupt läuft. Also natürlich ist es sehr, sehr besonders schön, dass er in München läuft, weil das auch so ein schönes Festival ist im Sommer und sagen wahrscheinlich alle so leicht und locker und man kann zu Fuß von Kino zu Kino. Und, aber dass es stattfindet und dass der Film endlich ein Publikum haben kann und dass es jetzt, wenn es draußen ist, wird wahrscheinlich nochmal eine ganz besondere Erfahrung. Ich hätte mir gewünscht, es wäre im Kino, weil ich möchte natürlich, dass alle gebannt auf die Leinwand starren und nicht abgelenkt werden von möglicherweise einem Flugzeug, einem Platzregen oder ich weiß nicht was, aber es ist total toll. Ich bin ganz glücklich, hier zu sein. Ich hoffe, dass die Leute keine Lust mehr haben, Filme zu streamen, weil sie dabei nämlich die ganze Zeit
parallel aufs Handy gucken, sobald es langweilig ist. Ich hoffe, die Leute haben Lust auf das Erlebnis Kino wieder und haben gemerkt, was es für einen Unterschied macht. Ob man alles alleine zu Hause macht oder ob man etwas mit vielen Leuten sieht, ohne Ablenkung, ohne Unterbrechung. Wenn man Pipi muss, bedeutet das was im Kino. Das kann ich nur hoffen. Und ich hoffe, dass es eben nicht darin endet, dass jetzt quasi nur noch irgendwelche super Blockbuster-Filme im Kino laufen, sondern dass die Arthouse-Filme und die kleinen Filme und die wichtigen Filme, für mich natürlich, in meiner Meinung, gesehen werden und weiter vorkommen. Und das ist nichts, also ich hoffe, dass es sozusagen besser wird als vorher.